Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und wir sehen uns im Hardware-Video vom H5 wieder. Ich werde jetzt hier mal auch wieder den Kabel aufmachen, um zu gucken, wie lang er ist. Der ist auch genauso lang. Hat auch wieder blau und rot, wie beim H1. Hat auch hier wieder den Mikrofon und Headset-Bedruckung, also das ist rotes Mikrofon, ne? Blaue ist Headset. Ich habe auch wieder Nylon. Ich werde das jetzt erstmal hier so ein bisschen das wieder zusammen machen, dass das hier nicht so viel rumbammelt. Weil das macht sich dann doof, wenn hier überall der Kabel dann immer rumbammelt beim Video. So. Ich habe es ja schon beim H1 gesagt, dass ich diese Nylon, wenn die Kabel mit diesem Nylonüberzug sind, dass ich das extrem schick finde. So, wir haben hier auch ein Bedienelement an diesem Kabel. Ich werde das mal so runter machen, sodass ihr das vielleicht so ein bisschen besser sehen könnt. Haben wir hier so ein Bedienelement. Ich denke mal, das wird der Mute-Knopf sein. Und hier, das wird laut und leise sein. Steht auch nicht beschrieben. Was mir so ein bisschen verwundert ist, sind die Löcher hier drinne. Also das verwundert mich jetzt so ein bisschen, was das für Löcher hier drinne sind. Ob das jetzt ein einzelnes Mikrofon ist oder so, steht das hinten irgendwo drauf. Technische Daten, Lautsprecher, technische Daten, Mikrofon, technische Daten, Speaker, technische Daten, Mikrofon. Wieso Mikrofon? Haben wir zweimal Mikrofon? 6x5 mm sind ja heute gleich. Achso, das ist eine andere Sprache schon wieder. Hm, toll. Da bin ich mal gespannt, was damit. Also das ist sehr verwunderlich. Aber so finde ich die Verarbeitung sehr gut. Ich gucke gerade mal die Anschlüsse nach. So. Also hier ist auch wieder kein Fehler oder irgendwas dergleichen. Sitzt extrem fest. Ich werde euch mal hier mal so zeigen. Das ist nämlich schön dick, da kann ich es euch am besten zeigen. Dass hier das Nylon praktisch rauskommt. Und vernünftig verarbeitet ist und ja, sehr fest. Sieht sehr schick aus. Ich mache mal jetzt so. Das sehen wir jetzt. Ah, das geht schon mal ein bisschen anders auf als das H1. So. 1, 2, 2, müsste reichen. Ja, reicht. Hier ist auch wieder dieser Widerstand. Den hört ihr garantiert wieder nicht. Ihr hört nur das Wackeln vom Headset, klasse. Ja, das ist jetzt... Ihr müsst mir da einfach glauben, dass da so ein Widerstand ist. Vom Tragekomfort finde ich dieses jetzt extrem gut gerade. Also im Gegensatz zum H1 ist das H5. Super gefedert. Ich habe auch wieder, dass es nicht zu viel von meinem Umgebungsgeräuschen wegfiltert. Ich höre mich selber auch noch, was ich bei manchen anderen Headsets gar nicht habe. Es kann mal gut sein, mal
weniger gut sein. Ich finde es eher gut, dann würde ich meine Tochter hören und so, wenn was ist. Oder wenn die Nachbarn wieder mit, bin zu laut. Ja. Also finde ich sehr gut vom Tragekomfort. Und vor allen Dingen, dass es hier oben gefedert, also gepolstert ist. So. Hab echt einen geilen Tragekomfort. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Und mit diesem Giftgrün, mit diesen Beeren, das sieht irgendwie aus wie so ein, wie so zwei Schlangenaugen, finde ich. Finde ich irgendwie geil. So, jetzt gucken wir uns mal das H1 dazu im Gegenzug an. Jetzt machen wir mal so einen direkten Vergleich. Jetzt könnt ihr das mal so sehen. Wenn ich jetzt so drauf gucke, sehe ich, erster Unterschied ist beim H5. Sind die Ohrlöcher, ich werde mal die Kamera so rumholen, dass ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. Beim H5 sind die Ohrlöcher so. Beim H1 sind sie, na, seht ihr das so? So. Beim H1 ist hier kein Plastikschutz drauf, man kann hier ringucken. Hier steht aber auch rechts und hier steht links. Beim H5 steht auch links und rechts. Aber wir haben es hier geschützt. Zusätzlich haben wir hier eine sehr dicke Polsterung. Hier ist komplett Leder drüber. Hier oben steht auch die Firma Ultra Force und ist sehr schön hier. Sehr, sehr schön gepolstert. Wobei das H1 nicht gepolstert ist. Wir haben oben direktes Plastik. Aber auch dort steht Ultra Forces. Wir haben eine Mischung aus matten und glatten. Also Klavierlackmäßig würde ich sagen. Ja, das sind eigentlich die einzigen Unterschiede, die ich jetzt so, außer jetzt so vom Optischen, dass der jetzt halt so ein bisschen eckiger ist und der ein bisschen breiter und der hat halt hier noch das Grüne mit bei. Lautsprecher, Mikrofon sieht leicht verändert aus. Das ist jetzt das H5, das ist jetzt das H1. Ja, da seht ihr da schon Unterschiede. Vom Bedienelement haben wir Unterschiede. Die sehen hier leicht verändert aus. Ich werde das mal gucken. Müssen wir mal gucken, dass ich das so drauf kriege. So. Also das ist das H1, das ist das H5. Beim H1 haben wir nur laut leise. Beim H5 haben wir Mikrofon, Stummschaltung, denke ich mal, dass es das sein wird, und laut leise. Ja, also ist ja auch klar, dass wenn wir ein besseres Mikrofon, wobei ich nicht gleich sagen will, dass es besser oder schlechter ist, das werden wir dann sehen, wenn wir soweit sind und die Hardware-Check-Videos machen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass eins besser oder schlechter ist als das andere. Ich denke mal, die werden so an sich beide eine gute Qualität abliefern. Wobei der Unterschied halt ist, dass das H1 ein normales Produkt ist und das H5 sozusagen die bessere Version durch diesen, jetzt nicht von der Qualität würde ich jetzt sagen, ich würde jetzt eher sagen vom Verarbeiten her, dass es halt geschützt ist. Also dass es oben an der Seite diesen Plastikschutz in der Mitte hat, oben dieses Leder dran hat und das H1 da sehr einfach gehalten ist. Aber von der Technik denke ich mal nicht, dass sie sich da groß unterscheiden werden. Nur so vom Tragekomfort. Aber das werden wir ja dann sehen. Ich werde auch die Mikrofone testen und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns heute Abend im Hardware-Check wieder zu diesen einzelnen Geräten. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.